Zurück aus Karlsruhe, liebe Community, liebe Chessalize-Fans, das war ein geiler Event. Jetzt habt ihr wahrscheinlich gemerkt, dass ich gar keine Partieanalysen veröffentlicht habe. Und ich möchte euch mal erzählen, warum das so ist. Außerdem in diesem Video noch ein kurzes Interview mit dem aktuellen Weltmeister im klassischen Schach, Dinglyren, was ich führen konnte. Ein paar schöne Bilder, ein paar Aufnahmen aus der Community, da haben ja auch einige mitgespielt, da erzähle ich euch dann noch was dazu. Und ja, und insgesamt möchte ich euch so ein bisschen berichten, was ich denn erlebt habe und was so passiert ist. Ihr könnt viele, viele Videos, die ich auch nicht produziert habe, aber indem ich zum Beispiel als Interviewer zur Verfügung stand, auf dem offiziellen Grenke Chess Open 2024, so heißt, glaube ich, der Kanal. Nee, Grenke Chess heißt der Kanal, so ist es. Die ich geführt habe, auch für Grenke Chess. Und da haben wir auch schon das Thema. Ich war nämlich ganz schön eingespannt, liebe Leute. Das war anstrengend. Also ich glaube, ich bin nach Kilometergeld irgendwie bezahlt worden. Ich wurde gar nicht bezahlt, davon abgesehen. Nur, oh Mann. Also wenn man es nicht gewohnt ist, ne, dann könnt ihr euch ja vorstellen, oh. Also ne, mir tun die Füße weh und die Beine und überhaupt vom ich, also weiß ich auch nicht. Jedenfalls, das war toll und was ich so erlebt habe, das möchte ich euch im Folgenden zeigen. Ich würde sagen, als kleinen Appetizer gehen wir mal rein und starten mit meinem kurzen Interview, was ich mit Dinglyren habe führen dürfen. Hello, World Champion Dinglyren here with an interview, a short interview. Are you happy here in Karlsruhe? Yes, today finally I win the games and also the match, so I will quite satisfied. What do you think about your performance here in during the tournament? It's so-so. Because the first time I draw all my six games, it seems I was solid again. But finally I lost to Richard Rapport. That destroyed my plan. But in the end, I finally win some games, also a match. So I avoid to be in last race. So that's I avoid the worst scenario. Later this year, you have to defend your world champion title. Do you have any preferred opponent? I have been asked for this first match many times. I said Ferrugia first. Great. So are you looking forward to the World Championship? Sorry? Are you looking forward to playing the World Championship? Still, it's a long, long way to go. There are still many tournaments before the championship. So I should have played one by one to improve my results one by one. So I wish you all the best. Good luck. Thank you. And have a nice time. Ja, spannend, oder? Also Dinglyren, der sagt, ja, vielleicht Ferrugia als möglicher Gegner bei den Candidates, also nicht Dinglyren bei den Candidates, aber vielleicht Ferrugia sein Herausforderer wird. Wir werden sehen, also sehr sympathisch, der chinesische Großmeister. Und ja, und dann habe ich natürlich noch viel, viel Nähe zu den absoluten Top-Spielern erfahren dürfen. Ihr seht hier zum Beispiel mit The GOAT, also wahrscheinlich dem Greatest of All Time, darf man so sagen vielleicht. Magnus Carlsen hier, waren wir zusammen im Interview und noch eine schöne Aufnahme gemacht. Und das A-Open hat übrigens Hans Niemann gewonnen. Und da würde ich sagen, da gucken wir uns doch auch mal einen Auszug aus dem Interview an, was ich für Grenke Chess gemacht habe. Aber ich habe auch das Go, dass ich hier den einen oder anderen Ausschnitt zeigen darf. Schaut mal rein. Hans-Moke Niemann, congratulations for winning the A Open. Are you satisfied? Yeah, very, very happy with the result. Are you also happy with your performance? From the chess, point of view? Yeah, well, the two games that I didn't win were basically short forced draws. The first draw against Christopher Yu was a very solid line. He could force a draw in many ways. And then the other draw was a repetition that I couldn't really avoid. So I could not have scored more points considering the opportunities that I had. And
that your chess speak for yourself. Yes, exactly. Right? Yes. Thank you. Thank you. Well, I'm looking, but I'll be here next year, I guess. So I hope so. So did you enjoy your stay? Well, I qualified to the Invitational. Right. So I would definitely be here back next year. Right. No, great performance. Yes, thank you. Thank you. Congratulations. Thank you. Also Hans Niemann, der war echt krank auch zwischendrin. Ja, der hat dann noch erzählt, das habe ich jetzt rausgeschnitten, aber der hat noch erzählt, er hatte eine Mittelohrentzündung, wollte nach der zweiten Runde schon aussteigen eigentlich, war sogar in der Notaufnahme im Krankenhaus und so. Also das ist natürlich, das kann man sich schon vorstellen, Mittelohrentzündung und dann ein vernünftiges Schachspielen am Brett, nicht so einfach. Fakt ist, er hat sich qualifiziert für das Greinke Classic im nächsten Jahr und er hat gesagt, ja, habt ihr ja gehört, er möchte auf jeden Fall dabei sein, am Start sein. Ja, was habe ich noch erlebt? Liebe Leute, ich habe so viele von euch aus der Community getroffen. Das gibt's ja gar nicht. Ich wurde so oft angesprochen, ja. Ich habe mich so gefreut. Bist du der Gunni von Chessalize? Kann ich mal ein Foto machen und so? Also an alle, die das hier sehen und die ich getroffen habe hier, ein herzliches Dank für eure freundliche Art und die guten Wünsche und die Glückwünsche. Ich habe sogar, jetzt muss ich euch zeigen, ich habe das hier, schaut mal Leute, ich habe auch kleine Präsente bekommen. Und schaut mal, zum Beispiel so ein Osterei hier, seht ihr das? I love Chessalize, ne? Das kann ich ja noch essen eigentlich nachher. Und dann wurde an der Rezeption, also an dem Service Point auf dem Turnier, ein Umschlag für mich abgegeben. Der hat mich dann auch erreicht. Und zwar ist dieser Umschlag von einer Conny mit einem netten kleinen Text. Schaut mal. Und allen guten Wünschen. Ich darf das kurz vielleicht zitieren. Hi Gunni, vielen lieben Dank für deine enthusiastischen und super lehrreichen Videos. Wir genießen sie immer in vollen Zügen. Und dann gab es noch ein kleines Osterei dabei. Frohe Feiertage, alles Gute weiterhin, viele Grüße, Conny. Also ein herzliches Dankeschön dafür, ich habe mich unglaublich gefreut darüber. Und wen ich alles getroffen habe, liebe Leute, TBG habe ich lang geredet mit unserem guten GM Klaus Bischoff, der hat ja auch vor Ort moderiert für interessierte Spieler. Und dann waren natürlich auch noch Leute aus der Community, aus unserem, Umfeld, aus unserem Environment dabei. Unter anderem zum Beispiel der Nynjak. Und der war auch mit im B-Open vertreten und hat hier alles gegeben. Ihr seht hier ein paar Impressionen. Ihr seht, die Jungs haben alles gegeben und dann war natürlich auch der gute Grandmaster G dabei, ja, manchen auch besser bekannt als, wie nennt er sich denn noch, Granatapfelsafttrinker. der hat auch alles gegeben und ihr seht auch hier ein paar Impressionen hochkonzentriert am Brett. Ja, und Nynjak und der Grandmaster G, die haben beide 5 Punkte aus 9 Runden geholt. Also eine gute Performance. Die kleine Vorgabe von mir war 50%. Das haben sie beide erreicht. 5 aus 9 haben gekämpft, waren euphorisiert und haben auch Blut geleckt, mal ein paar mehr Turniere zu spielen. Sind ja auch gut unterwegs, sind gute Spieler. Und dann müssen wir noch über das C-Open reden. Liebe Leute, da war ja unser junger Agent dabei. Auch manchen vielleicht aus der Community bekannt. Und der gute Simon, der hat das C-Open gespielt, weil sein Rating noch nicht so hoch ist. Und wisst ihr was? Der hat erstmal locker flockig gestartet mit, haltet euch fest, 6 aus 6.
Wow. Und dann hat er eine verloren, dann hat er wieder eine gewonnen. Und dann war er auch in der letzten Partie auch hoch euphorisiert am Brett gesessen. Und er schaut mal, auch hier habe ich noch ein paar Impressionen von unserem guten Simon. Also ihr seht, die Jungs full on fire hier und also das hat so einen Spaß gemacht. Ich kann euch das gar nicht hier wiedergeben in dem Video. Es war einfach großartig. Insgesamt gesehen war der Event über 2600 Teilnehmer und es gab ja dieses Classic-Turnier, das A oben, das B oben, das C oben und was auch noch super spannend war, ist ja auch die Siegerehrung. Ja, die war jetzt an sich von der Moderation her eher enttäuschend, muss ich sagen, aber gut. Und während die Siegerehrung so lief, ja, das müsst ihr euch mal geben, nach dem Turnier, wie gesagt, was tut Hans-Moki Niemann mit dem Marc-Andrea Maurizi, der aktuelle Jugendweltmeister? Schaut mal. Den größten Schachverein in Deutschland, nach meinem Wissen, zumindest war es lange Zeit und ich denke, es ist immer noch so, den Hamburger SK in der Besetzung. Frederik Swane, Rasmus Swane, Julian Kramer und Louis Engel. Herzlichen Glückwunsch. Zweiter Platz. Mit 28 Punkten geht an den Münchner SC in der Besetzung Ivan Saric, Alexei Sarana, Alexander Indic und Leonardo Costa. Herzlichen Glückwunsch. Ja, es ist unglaublich, ne? Da haben die nichts Besseres zu tun, als zu blitzen. Ja, also es ist unglaublich. Das sind, glaube ich, die wahren Nerds, wenn ich das so sagen darf. Jetzt möchte ich auch es eigentlich schon gut sein lassen. Ich meine, ich habe hier noch ein paar Bilder für euch in einer schönen Collage. Damit lasse ich das Video dann ausklingen. Natürlich gibt es wieder Videos über oder Analysen von tollen Partien. Ich werde noch zwei, drei Analysen nachreichen von tollen Partien, die ich oder auch hier der gute Stefan, der mich tatkräftig unterstützt hat. Auch herzlichen Dank nochmal, lieber Stefan, dafür. Der noch ein paar Partien raussucht und so weiter. Und das werde ich euch dann natürlich noch präsentieren. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, es kommen ja die Candidates. Also ich weiß ja nicht, wann ihr dieses Video hier seht. Auf jeden Fall die Candidates, erste Runde am 4.4. schon in Toronto. Und da wird der Herausforderer von Ding Liren gesucht. Und das schließt ja auch wunderbar den Kreis in dieses Videos, wie wir damit angefangen haben mit einem kurzen Interview mit Ding Liren. Also jetzt darf ich euch nur noch bitten, bevor ihr noch ein paar Bilder seht, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von diesem kleinen Entertainment-Mix, darf ich so nennen, haltet. Also ich bin wieder gut angekommen in den heimischen vier Wänden und das wollte ich euch unbedingt nicht vorenthalten. Ich habe noch mehr Material, das kommt noch in den kommenden Tagen immer mal wieder was einfließen zu lassen. Aber hey, Guni mit Magnus Carlsen, Guni mit Hans-Moki Niemann, Guni mit Ding Liren. Was will das Schachherz mehr? Jetzt mal aus meiner Sicht gesprochen. Also, es hat Riesenspaß gemacht und besonders die Gespräche mit Leuten von euch, mit Leuten aus der Community, die waren das absolute Salz in der Suppe. Das kann ich euch wirklich sagen. Ja, so viel mal dazu. Wie gesagt, ich bin dann zurück mit weiteren Partieanalysen und ja, und dann stürzen wir uns auf die Candidates. Also, wenn es euch gefallen hat, hier dieses, ich sag mal, diese Zusammenfassung, diese kleine Collage, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich das wissen lasst. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß beim Betrachten von noch ein paar Impressionen und ein paar Bildern. Macht's gut, bis dann.